Ich möchte also heute Abend darüber sprechen, wie wir eine heilsame, heitere Lebenseinstellung kultivieren können. So ein Vortrag zur Alltagspraxis. Damit ist das Thema heute zumindest scheinbar nicht so tiefgründig wie bei Vorträgen über das Erkennen der vier Täuschungen oder Befreiung des Herzens durch Loslassen der Anhaftungen oder was da alles war an ähnlichen Themen oder Erleuchtungsfaktoren. Es geht um etwas Einfacheres, scheinbar fast Äußerliches. Und doch beim Herausfinden und Zusammenstellen der Zutaten für das Rezept fand ich interessanterweise, dass auch hier wieder die gleichen Qualitäten und Eigenschaften hilfreich und wesentlich sind, wie sie es für die Meditation im Retreat oder wo immer auch sonst sind. Also nichts ganz Neues oder völlig anderes als bisher. Ich werde hier sechs Aspekte oder Qualitäten nehmen und kurz beschreiben. Sicher aber gibt es noch andere, unter Umständen genauso wesentliche, die ich in diesem Vortrag auslasse. Jene Qualitäten, die ich relevant finde, sind die folgenden und die Reihenfolge ist beliebig. Das ist die altruistische Motivation. Ist Großzügigkeit, ist liebevolle Gelassenheit, weiser Humor. Es ist Unkompliziertheit, da habe ich keinen so guten Titel gefunden, Unkompliziertheit in Bezug auf unsere Erwartungen und Vorstellungen. Und Dankbarkeit, Wertschätzung und Mitfreude als letztes. Als erstes möchte ich die altruistische Ausrichtung nennen. Damit ist eine innere Haltung gemeint, die sich vermehrt um die Interessen und um das Wohl anderer kümmert und sich etwas weniger eng um das eigene Wohl und Wehe dreht. Es war nicht die einfachste der spirituellen Übungen, aber dafür eine der wirkungsvollsten, ganz eindeutig, wenn wir sie anwenden. Diese mitfühlende und altruistische Haltung macht unser Herz und damit unseren Alltag offener und weiter. Umgekehrt macht Egozentrismus eng und eingeschränkt. Selbstbezogenheit wirkt, als ob wir uns ständig selber im Weg stehen würden. Schon sich das natürlich anders anfühlt, weil irgendwo gibt es ja nur ein wichtiges Zentrum des Universums. Was ist hier? Die amerikanische Zen-Meisterin Yvonne Rand hat ein unanständiges, aber treffendes Bild geliefert. Wieder einmal, habt ihr schon gehört, was eine Selbstbezogenheitshaltung wirklich bedeutet. Sie sagt, im selbstbezogenen, egozentrierten Modus glauben wir, dass wir dieses kleine Stück Kacke sind und dass sich das ganze Universum dreht. Also diese Unterschätzung und gleichzeitig diese enorme Überschätzung, weil wir doch daneben fast die Unterschätzung zwingt uns dann irgendwie uns zum Mittelpunkt zu machen, weil sonst wären wir ja nicht wertvoll genug. Wir hätten 6 Milliarden Zentren des Universums. Allein unter den Menschen dieser Erde, wenn das so wäre. Die Frage ist, wie ist das mit dieser mehr offenen Haltung? Wenn wir erkältet sind, wenn sich unser Zug verspätet hat, wenn wir die Anstellung nicht kriegen, wenn uns die Partnerin, der Partner verlässt, wenn die Steuerrechnung kommt und etwas höher ist als angenommen, und das ist sie. Meistens ist es nicht gar so schlimm, ist es nicht halb so tragisch, ist es nicht ganz so ärgerlich, wenn wir die Perspektive behalten können im Verhältnis zum Rest der Menschheit. Zum Beispiel, während wir Heuschnupfen haben, sterben pro Minute 6 Menschen, vor allem Kinder, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das relativiert die Tragik des Heuschnupfens. Unseres persönlichen Heuschnupfens. Während unser Zug 7 Minuten Verspätung hat, haben zahllose Menschen gar keinen Zugang zu
Transportmitteln je in ihrem Leben. Wenn unsere Aufmerksamkeit vermehrt anderen gilt, wird unser Wohl und Wehe etwas weniger wichtig. Wir entlasten uns selbst. Das schafft innere Geräumigkeit und dadurch mehr Licht, mehr Heiterkeit und mehr Unbeschwertheit. Um zum Titel vom Vortrag zurückzukommen. Shantideva sagt, wie wir schon oft gehört haben, die Kindischen sind ständig besorgt um sich selber. Die Buddhas kümmern sich ständig um andere. Schaut euch nur den Unterschied an zwischen den beiden. Eine altruistische Motivation ist erleichternd und befreiend. Auch Großzügigkeit hilft. Und Großzügigkeit ist nicht eine schwierige Praxis. Aber auch hier, oft sind wir so beschäftigt damit, mit dem, was wir noch für uns herausholen können, was wir noch anschaffen, was wir noch zulegen, was wir noch besitzen könnten an Geldern, an Materialien, an Inneneinrichtungen, an Kleidern, an Vergnügungen, an Unterhaltung, an Kulturveranstaltungen, an Büchern, an Videos, an Musik oder an Aufmerksamkeit, an Zuwendung, an Bewunderung, an Respekt, an Ehre oder endlose Liste. Endlose Liste der Dinge, die ich für mich noch möchte oder noch haben müsste oder noch zu brauchen glaube. Außerordentlich anstrengend und nicht besonders heilsam, weil das unheilsame, unhilfreiche Gegenteil von Großzügigkeit am Werk ist, ständig in dieser Innenhaltung, nämlich Verlangen, Begierde, Sehnsucht, Sucht, Wunschdenken, Anhaften, Horten, sogar Geiz, was damit verbunden ist. Das macht uns unseren Tag nicht gerade heilsam und nicht besonders heiter. Wenn wir wirklich mal hinschauen, wie sich das anfühlt, dieses Unterwegssein nach den Dingen, die wir denken, die wir noch haben möchten, brauchen, wollen, wünschen. Immer wenn wir in diesem Modus sind, fühlen wir einen Innenmangel. Immer dann fühlen wir uns innerlich arm. Egal wie viel wir schon haben, das ist dann nicht so relevant. Ganz anders, wenn wir großzügig, freigebig, offenherzig, gebefreundlich, gastfreundlich und entgegenkommend sind. Das ist bereits eine heilsame und heitere Lebenseinstellung. Dann, und das kann, wie wir wissen, wechseln von Moment zu Moment, aber immer dann fühlen wir uns nämlich verbunden, gerade besonders mit denen, die wir beschenken, sei es Materielles oder sei es Aufmerksamkeit oder Zuwendung, die wir schenken. Immer wenn wir großzügig sind, fühlen wir uns innerlich reich. Und ich möchte auch nochmal die Geschichte erzählen vom Golfspieler. Es soll eine wahre Geschichte sein, die für mich hier sehr berührend ist in dieser Beziehung, diesen Qualitäten. Ein bekannter Golfspieler, der gewinnt ein Turnier und er hält eine bedeutende Summe Preisgeld, die er gleich ausbezahlt kriegt dort. Und als er den Platz verlässt, steht bei seinem Wagen eine junge Frau. Und sie erzählt ihm, dass ihr Baby schwer krank ist und operiert werden müsste, dass sie aber das Geld dazu nicht hat. Der Mann hört sich die Geschichte an und ist berührt und schenkt ihr spontan das ganze Preisgeld. Am nächsten Tag zurück im Club haben seine Kollegen bereits von der Geschichte gehört und sie klären ihn darüber auf, dass die Frau bekannt ist, dass sie eine Schwindlerin ist und dass ihr Baby nicht schwer krank, sondern kerngesund ist. Die beste Neuigkeit seit Wochen, hat der Mann spontan gesagt. Das Baby ist kerngesund. Fast Metta, Großzügigkeit, Offenheit. Ob wir einen Straßenmusikanten unterstützen, ein Kind beschenken, unser Wissen weitervermitteln, jemanden den Weg erklären, freundlich grüßen, der Partnerin, dem Partner Aufmerksamkeit schenken oder unser Vermögen nach Namibia schicken. Wir fühlen innen Reichtum, wenn es echte Großzügigkeit ist. Wir fühlen Freude, Heiterkeit und Unbeschwertheit.
Und wir pflanzen auch den Samen heilsamen Tuns in unserem Herzen für die Zukunft. Manche erinnern sich vielleicht an den radikalen Vers über Großzügigkeit, der aus den buddhistischen Texten kommt. Der zeigt, wie verkehrt wir oft oder sogar mehrheitlich denken und was der wirkliche Sachverhalt ist in Bezug auf Großzügigkeit. Und ich lese das einfach mal ohne viel Kommentar. Was wir hergeben, ist unser. Was wir zu Hause behalten, ist nicht unser. Vielleicht noch ein bisschen Kommentar. Gerade aus diesem Grund, weil wenn wir es hergeben, dann ist es Großzügigkeit und dann fühlen wir uns reich und beschenkt. Und wenn wir es behalten, dann ist es eben Festhalten, das uns nicht besonders heiter macht und nicht besonders heilsam ist. Was wir hergeben, hat für uns Wert. Was wir zu Hause behalten, ist wertlos. Was wir hergeben, brauchen wir nicht zu schützen. Macht uns also unbeschwert. Was wir zu Hause behalten, müssen wir beschützen. Was wir hergeben, macht keine Sorgen. Was wir zu Hause behalten, macht Sorgen. Was wir hergeben, bringt unerschöpflichen Wohlstand. Was wir zu Hause behalten, wird sich erschöpfen. Was wir zu Hause behalten, führt als nächstes zu Negativität, zu Anhaften und Festhalten. Was wir hergeben, führt auf direktem Weg zur Erleuchtung. Soweit der Buddha. Ganz eindrücklich war für mich diesbezüglich immer wieder mein indischer Vipassana-Lehrer Anagarika Munindra, der vor etwa einem Jahr gestorben ist. Er hatte nie irgendwelchen Besitz und seine Taschen hatten große Löcher. Was immer reinfloss, wurde sogleich weitergegeben, weiterverteilt. Und dabei war er einer der heitersten und fröhlichsten und vor allem unbeschwertesten Menschen, die ich je gekannt habe. Und wenn er ab und zu mal in den Staaten war, heißt, dass er mit 7 Koffern zurückgekehrt ist, weil da gibt es so viele Dinge, von denen er wusste, dass all die Leute dort, wo er wohnt, in Kalkata, in den Slums, so gut gebrauchen können. All das Zeug, was wir schon nicht mehr mal anschauen, wegwerfen oder irgendwie in welche Textilsammelsäcke geben, damit wir es nicht noch entsorgen müssen. Und ich denke, es war auch immer eindrücklich, weil er hat nicht hier gelebt, er hat in Kalkata gelebt, in Teilen von Kalkata, es gibt keine Sicherheit dort. Es ist nicht dann immer noch ein Sozialstaat oder irgendjemand, der noch für uns sorgen kann, gibt es dort nicht. Altruistische Haltung, Großzügigkeit, innere Gelassenheit hilft. Oft sind wir von Reaktivität geplagt. Ständiges Anhaften und Festhalten an Angenehmem ist anstrengend. Ständiges Verlangen, Wünschen und Erwarten von möglichen kommenden angenehmen Dingen ist auch recht anstrengend. Ständige Aversionen und Abneigungen und Ärger oder Wut oder Hass gegen Unangenehmes und Schmerzhaftes, das ist anstrengend. Ständige Sorge und Angst vor möglichem kommendem Unangenehmen und Schmerzhaften, was wir noch nicht mal sicher wissen, ob es dann kommt, auch schon Vorsorgen. Ist anstrengend. Und nicht genug, dass wir Unangenehmes und Schmerzhaftes ertragen müssen im Leben, ist unausweichlich. Und das Angenehmes immer wieder vergeht, immer wieder vorbei ist, ist auch unausweichlich. Zusätzlich noch ständig darauf zu reagieren mit unheilsamen, unhilfreichen Gefühlen und Emotionen, Gedanken und Taten, äußerst anstrengend. Weit weg von einer heilsamen und heiteren Lebenseinstellung. Gelassenheit ist die ultimative Lösung. Es ist letztlich die Geistes- und Herzensqualität, die direkt zu innerer Befreiung führt. Vielleicht ein Gefühl dafür vermittelt, der bekannte Vers aus der Zen-Tradition. Lass den Vogel fliegen in den unermesslichen Himmel deiner Gelassenheit. Befreie den Fisch im bodenlosen Ozean deiner Toleranz. Also nicht eine Gleichgültigkeit, sondern eine innere Geräumigkeit, eine innere Durchlässigkeit oder Weite, um die es geht hier. Woraus bestehen Gleichmut oder Gelassenheit oder innere Balance?
aus Annehmen und aus Loslassen. Aus Annehmen der nicht so erwünschten, mühsamen, unangenehmen Erfahrungen und Situationen im Moment, die wir schon erfahren, die wir nicht mehr vermeiden können. Es ist schon unangenehm genug, wenn der Mitarbeiter unfreundlich ist, wenn der Kaffee lauwarm ist, wenn das Wetter nass, kalt ist. Wenn wir uns dazu noch Ärger, Enttäuschung und Verstimmung produzieren, ist das wirklich nicht sehr sinnvoll und nicht sehr hilfreich. Warum wir das wohl immer wieder hinkriegen? Phänomenal. Annehmen wäre die einfache und praktische Lösung. Problem erledigt. Natürlich können wir beim Kellner reklamieren, wenn wir glauben, dass es etwas bringt. Aber sich ärgern, bringt es auf jeden Fall so oder so nicht. Und wir bringen es ja fertig, uns zu ärgern und nichts zu sagen. Als ob wir jemanden bestrafen würden, der doch gar nichts weiß davon. Und loslassen. Ist schon unangenehm genug, wenn die freundliche Mitarbeiterin die Firma verlässt, wenn der schöne Samstagabend vorbei ist, wenn die kostbare Rose verblüht ist, wenn Angenehmes und Schönes vergeht. Wenn wir dazu noch anhaften, festhalten und Enttäuschung und Trauer produzieren, ist das nicht besonders sinnvoll und hilfreich. Warum wird das wohl immer wieder doch tun? Das ist erstaunlich. Loslassen wäre hier die einfache und praktische Lösung. Problem erledigt. Oft ist es nur, dass wir uns an die Möglichkeit erinnern müssen. Wir merken, na ja genau, eigentlich, was tue ich da? Loslassen. Gleich in dem Moment muss dann auch tun. Wir brauchen auch nicht zutiefst erleuchtet und zutiefst gleichmütig zu sein, um unser Leben heilsam und heiter zu machen. Aber etwas Gelassenheit hilft schon. Und hier ist eine Beschreibung. Wenn du still sitzen kannst nach schlechten Nachrichten, wenn du in Finanzkrisen vollkommen ruhig bleibst, wenn du dir ansehen kannst, wie deine Nachbarn an fantastische Ferienorte reisen, ohne den geringsten Neid zu hegen, wenn du völlig zufrieden bist mit jeder Art dessen, die man dir vorsetzt, wenn du alle um dich herum bedingungslos lieben kannst, wenn du nach einem vollen Tag des Herumrennens einschlafen kannst ohne einen Drink oder eine Pille, wenn du immer Zufriedenheit findest, wo immer du bist, dann bist du wahrscheinlich ein Hund. Altruistische Haltung, Großzügigkeit, Gelassenheit, weiser Humor hilft manchmal. Oft, sehr oft, nehmen wir uns selber tot ernst. Das ist so wahnsinnig wichtig. Wenn alles klappt und läuft, wie wir es uns wünschen, okay, dann sind wir heiter. Und manchmal nicht mal dann. Ich meine, für die meisten von uns in dieser Welt hier klappt das meiste ja relativ wirklich gut, verglichen mit, wie es für 3/5 der Menschheit aussieht. Sogar wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir einen Vergleich machen wollen. Aber wir vergessen vor lauter Ernst, dass es uns ja eigentlich recht gut geht. Aber vor allem, wenn wir haben oder bekommen, was wir nicht möchten, oder nicht haben, nicht bekommen, was wir unbedingt haben möchten, können wir über eine Situation schmunzeln, in der wir selber in Trouble, in Schwierigkeiten sind. Hier kommt die Kunst des weisen Humors zum Tragen. Sie hilft uns, Abstand zu schaffen und zu sehen, gemessen am Universum ist mein momentanes Problem nicht gar so gewaltig und eigentlich auch nicht gerade so tragisch. Humor öffnet und erweitert unsere Perspektive in Bezug auf uns selbst und auf das ganze Leben. Und dabei ist sicher nicht Humor gemeint, der auf Kosten anderer geht, schon der ja manchmal wirklich auch lustig ist. Weit verbreitet, aber nicht besonders heilsam, nicht wirklich weise. Aber Humor, sich selber lachen, das befreit, erleichtert und stimmt uns heiter. Sich selbst auf den Arm nehmen ist eine der heilsamsten Übungen, die es gibt.
Oder Beispiel auch über todernste Dinge, wie es die Tatsache des Sterbens und des Todes ist, wurden viele weise Dinge gesagt. Kurt Tucholsky zum Beispiel fand: Ach, ich werde mir doch mächtig fehlen, wenn ich einst gestorben bin. Und Martin Luther schien Humor zu schätzen, denn er sagte: Wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht im Himmel sein. Aber ich denke, er kann beruhigt sein, glaube ich. Denn jemand hat herausgefunden, dass unser Verstand ist der Beweis für den Humor Gottes. Während ein anderer erkannt hat, wer zuletzt lacht, stirbt wenigstens fröhlich. Und man kann nicht als Dharma-Lehrer nur sagen, ewig währt am längsten. Ich habe das über Humor erzählt und ich weiß nicht, Ursula oder jemand hat gesagt, aber das ist der einzige Ort, wo du nichts Lustiges sagst. Habe ich das ändern müssen? Altruistische Motivation, Großzügigkeit, liebevolle Gelassenheit, weiser Humor. Ein Aspekt, der mir wesentlich erscheint, den ich aber vielleicht nicht so präzise benennen kann, ist so etwas wie Unkompliziertheit anstelle von komplexen Ansprüchen und Anhaften an Vorstellungen und Erwartungen. Ist letztlich derselbe Punkt wie der vorherige über Gelassenheit, aber hier vielleicht vorwiegend um kleinere Dinge des Lebens. Ich versuche es an Beispielen zu illustrieren. Vielleicht hatten wir ein hartes Jahr und wir gehen, endlich ist Ferienzeit, Ferien am Strand, kommen an und das Hotel eingerichtet, gehen raus, kommen an den Strand und es stellt sich heraus, dass der Strand nicht aus Sand, sondern aus Kies. Kies ist recht groben Kies ist. Das gibt's manchmal, habe ich auch schon erlebt und das stand nicht im Prospekt. Sind wir frei genug zu sagen, okay, Sand wäre schön, aber lasst uns die Ferien genießen, anstatt sie wegen ein paar Quadratmeter Kies zu ruinieren. Und wir bringen das fertig irgendwie. Sagen, ja, ist schon gut, aber und irgendwie war es dann doch nicht ganz okay. Oder wir haben auf dem Prospekt auch die schöne Aussicht aufs Meer, auf mehreren Bildern gesehen. Und dann liegt unser Zimmer aber auf der Rückseite des Hotels, Sicht auf eine belebte Straße. Das Zimmer vorne mit Meersicht, die gibt es schon, aber die sind sehr viel teurer und schon ausgebucht. Ist es okay? Oder ist es nicht ganz okay? Das ist jetzt die Situation, wo wir es nicht mehr ändern können. Wenn wir es ändern können und uns leisten können, es hat noch ein freies, no problem, können wir vorne eins nehmen. Aber es hat keins mehr. Das ist interessant. Irgendwie glauben wir müssten noch so ein bisschen das gut finden. Und es gibt nur eine Person, die darunter leidet, nebst vielleicht unsere Familie. Wir. Der Parkplatz, auf den ich festgezählt habe, ist ausgerechnet heute Morgen, wo ich eine wichtige Besprechung habe, besetzt. Immer noch alles völlig okay? Oder entscheide ich mich dazu, deshalb an Ärger und Stress zu leiden? Freiwillig. Im Wartezimmer der Arztpraxis warten heute 11 anstatt die üblichen 3 oder 4 Leute. Trotzdem alles okay? Der lange 11. Bei meinem, ich weiß das schon, das sind fast immer 11. Das ist ja einfacher. Viel einfacher, wenn man es weiß. Wir kaufen Tulpenzwiebeln mit roten Tulpen. Und der Frühling kommt und siehe da, es wachsen gelbe Tulpen. Auf der Packung waren sie rot. Gelbe Tulpen sind schrecklich. Der ganze Frühling ist ruiniert. Ist lustig, aber wirklich da hinschauen lohnt sich. Hier die Geschichte vom Rasen und vom Löwenzahn. Und das muss eine Geschichte aus England sein. Diese ganze. Ein Mann hatte einen schönen Rasen. Zu seinem Leidwesen begannen aber plötzlich Löwenzahn darin zu sprießen. Offenbar ist das nicht okay. Er begann sie abzuschneiden, er grub sie aus, er streute Löwenzahn-Vernichtungspulver, aber die Löwenzahnblumen sprießen weiter.
In seiner Verzweiflung schrieb es ans Landwirtschaftsdepartement in London und fragte um Rat. Nach angemessener Frist kam die Antwort: Dear Sir, wir schlagen vor, dass Sie Löwenzahnblumen schätzen und lieben lernen. Das ist zu einfach. Altruistische Haltung, Großzügigkeit, Gelassenheit, weiser Humor und Unkompliziertheit in Bezug auf unsere Vorstellungen und Erwartungen. Vor allem, wenn sie nicht eintreffen. Und als letzter Punkt, Dankbarkeit und Wertschätzung und Mitfreude helfen. Mudita, eine der schönsten, einfachsten und erfreulichsten Praktiken. Und eigentlich hätten wir ständig Gelegenheit dazu. Ein Mensch, der lacht, jemand, genug Grund, sich zu freuen. Jemand, der freundlich zu jemand anderem ist. Jemand hat gewonnen, braucht nicht uns zu sein. Jemand hat Erfolg. Jemand ist gesund. Alles Grund zur Mitfreude. Und es ist immer jemand, der gewonnen hat und jemand, der Erfolg hat und jemand, der gesund ist und jemand, der gerade Lob kriegt. Ein Mensch ist großzügig. Jemand ist ehrlich, jemand ist weise oder gelassen, alles Grund zur Wertschätzung. Wir haben eine warme Wohnung, wir haben genug zu essen, der Himmel fällt uns nicht auf den Kopf. Alles Grund genug zur Dankbarkeit. Das Problem ist, dass wir es vergessen oder dass wir anderswo schauen oder nicht wach genug sind dafür. Wie Max, der mit dem Dorffahrer zusammen in der wunderschönen, verschneiten Landschaft, dem See entlang, spazieren geht. Und der Pfarrer ist ganz berühmt von der Schönheit und ruft aus: Ist es nicht wunderbar, wie Gott diesen See hat zufrieren lassen? Worauf Max meint: Kein Kunststück im Winter. Dass wir so viele Dinge als selbstverständlich nehmen, dass wir Dankbarkeit und Wertschätzung irgendwie verpassen. Außerordentlich wertvolle Qualitäten. Dankbarkeit, Wertschätzung mit Freude. Shantideva schrieb: Ich freue mich über die heilsamen Taten der Lebewesen, durch die sie dem Leiden entkommen. Ich freue mich an heilsamen Gedanken und Taten, die auf das Glück der Lebewesen gerichtet sind und ihr Wohlergehen verwirklichen. Und der Dalai Lama sagt: Können wir Freude empfinden über die guten Eigenschaften und Taten anderer, dann haben wir automatisch an der kraftvollen Energie teil, die von diesen guten Eigenschaften ausgeht. Also wir müssen nicht mal sie tun. Wir müssen uns nur darüber freuen und das ist schon außerordentlich heilsam und erfreulich. Und man kann diese Qualität der Wertschätzung und Mitfreude üben. Haben wir hier auch schon gemacht, eine ganze Woche lang. Oft ist es schwierig für uns mitzufreuen, weil wir einen tiefen Mangel an Respekt und Wertschätzung für uns selbst haben. Unsere abendländische Kulturkonditionierung. Je wertloser wir uns fühlen, je weniger Respekt und Wertschätzung wir für uns haben, desto mehr sind wir auf uns bezogen. Je mehr Wertschätzung für uns da ist, desto mehr Wertschätzung für andere und für anderes ist uns möglich und desto mehr Verbundenheit mit dem Leben als Ganzes wird uns dann möglich oder zugänglich. Darum ist es ganz wichtig, an Selbstwertschätzung zu arbeiten. Und in diesen traditionellen Übungen der Mitfreude sind es immer Übungen der Mitfreude für die guten Qualitäten der anderen, die Taten, erfreulichen Taten der anderen und so weiter. Und gar nicht so üblich, das für sich selber zuerst zu tun. Ich denke, wir müssen das zuerst für uns selber tun. Das ist ein eindeutiger kultureller Unterschied, der stark sichtbar ist. Und so können wir uns üben, die eigenen heilsamen Qualitäten zu sehen, uns darin über unsere Pflicht zu sehen, zu erkennen, dass das Gute, dass die Weisheit uns innewohnt. Manchmal denken wir, ja, da würde man als stolz oder eingebildet, also das können wir riskieren. Und ich möchte gleich noch weiter auf diesen Aspekt der Praxis eingehen, aber vorher möchte ich sagen, wir sollten mindestens willens sein,
diese Aussage, die folgende Aussage von Ashley Brilliant zu unterschreiben. Es mag sein, dass ich nicht absolut perfekt bin, aber Teile von mir sind hervorragend. Es ist eine Art ressourcenorientierte Praxis, diese Wertschätzung und Mitfreude, weil es nicht so sehr darum geht, unsere Schwierigkeiten zu sehen und uns damit auseinanderzusetzen, wie man das in anderen Praxisaspekten sehr wohl tut, sondern darum, das Gewicht immer wieder auf die positiven, heilsamen, erfreulichen Aspekte zu legen. Rumi fragt, wenn du in einen Garten gehst, betrachtest du die Rosen oder die Dornen? Verbring mehr Zeit mit Narzissen und Jasmin. Also sehr unterstützend über die eigenen guten inneren Qualitäten zu reflektieren, vielleicht sie sogar aufzuschreiben. Ich habe das schon oft vorgeschlagen. Ich immer wieder wundere, wer es wirklich gemacht hat. Auch nur eine kleine Liste. Möchte ich mal hören. Dass wir das für uns selber tun und ganz spezifisch unser Interesse, unsere Forschung an der Wirklichkeit, unsere Geduld, nicht unsere unendliche Geduld, sondern die Wertschätzung für die Geduld, die wir haben. Wir haben manchmal Geduld, manchmal auch nicht, aber manchmal die. Unsere Ausdauer, unser Bemühen, unsere Sammlung und nicht die Sammlung, die wir gerne haben möchten, aber noch nicht haben oder nie hinkriegen, sondern die, die wir haben. Und die Tatsache, dass wir uns sammeln. Die Weisheit, die Liebe, das Mitgefühl, Großzügigkeit, das Vertrauen, die Gelassenheit, die, die wir haben. Oder wenn ihr meditiert, anstatt sich zu erinnern, wie oft wir uns verloren haben in Gedanken, sich zu erinnern, dass wir, außer beim letzten, was dann geläutet hat, immerhin so und so oft wieder aufgewacht sind aus den Gedanken. Außer ihr wart gerade durch, vom Anfang bis zum Schluss. Könnt ihr euch darüber freuen, dass ihr so etwas Tiefgründiges gedacht habt. Und dann dasselbe mit guten Qualitäten anderer zu tun. Und das fällt uns natürlich sehr viel leichter, wenn wir das bei uns zuerst sehen können und wahrnehmen und annehmen können, es dann bei anderen zu sehen und zu tun. Und dann über unsere eigenen heilsamen, positiven Handlungen und Taten zu reflektieren. Und können Sie auch mal aufschreiben. Was immer es sein mag, dass wir auch nicht so weit suchen. Echtes Bemühen um eine gute Erziehung unserer Kinder oder Arbeit zur Unterstützung der Familie oder Unterstützung von Angehörigen oder was immer es ist. Auch unsere Arbeit, die können wir ja auch, wenn wir dafür bezahlt werden, aus sehr guten Motivationen machen. Und das tun wir ja meistens. Ob es jetzt therapieren oder behandeln oder bekochen oder bedienen oder reparieren oder renovieren oder beliefern oder belehren oder ausbilden ist. Das kann es nicht immer, aber oft aus sehr guter Motivation heraus kommen. Und dann können wir uns sehr freuen. Oder kleine und große Geschenke, die wir machen, oder dass wir Dharma-Bücher lesen oder studieren, echtes Interesse haben an innerem Wachstum, oder wir uns um Menschenrechte bemühen, oder politische Initiativen für soziale Gerechtigkeit, oder gegen Herstellung von Waffen, oder Förderung des Friedens, oder Schutz der Umwelt, oder was immer es sein mag, oder dass wir freundlich sind zu Nachbarn, dass wir andere loben oder ermutigen, sie bedrückte aufmuntern, 1000 Gründe für Wertschätzung und Freude und dasselbe bei den anderen tun. Und auch da wieder dem Maß, wie wir es bei uns sehen. Manchmal ist das Kunststück schon nur es zu sehen, weil wir sind oft auf die Schwierigkeiten fokussiert und auf das Leiden. Es ist auch einfacher, bei anderen Leiden zu sehen. Das haben wir ein Stück weit schon Übung. Aber ihr Glück und ihr Erfolg und ihre Güte zu sehen, ist ungewohnter. Und ihre hilfreichen, sinnvollen, guten Taten zu sehen und sich darüber zu freuen. Und als dritter Punkt, über unser Glück, unser Wohlergehen, unseren Erfolg in verschiedensten Bereichen, unser gutes Schicksal zu reflektieren, das zu anerkennen, das wertzuschätzen. Nicht über unser Schlechtes, dort, wo es nicht geklappt hat, dort, wo es nicht so ist, wie wir wollen, sondern dort, wo es so ist. Das auch wieder zu tun. Zuerst bei uns. Und dann bei anderen. Und ich denke, es sind so viele Dinge, über die wir uns freuen können, dass wir eine Praxis haben, dass wir uns für innere Entwicklung interessieren, dass es Möglichkeiten gibt.
und Unterstützung gibt, da zu üben, weiterzulernen. Aber in den meisten Fällen von uns können wir uns über unsere Wohnsituation freuen. Nicht die Problematik, die es auch manchmal gibt, aber die guten Teile davon. Familie oder Kinder oder Beziehungssituation oder materielle Freiheit, die wir haben, verglichen mit den meisten Menschen auf der Welt, ist die enorm. Politische Freiheit, was immer wir auch schlecht finden, verglichen mit dem großen Teil der Welt. Ist Europa ziemlich gut. Relative Gesundheit oder gute Gesundheit. Sich bei sich freuen über diese Dinge, die wir haben. Und dann bei anderen auch. Übungssache. Altruistische Haltung, Großzügigkeit, Gelassenheit, weiser Humor. Unkompliziertheit, Wertschätzung und Mitfreude ist das Rezept. Ich möchte mit einem Gedicht von Masha Kaleko schließen. Ein wunderbarer Ausdruck von Wertschätzung und Freude. Nicht ganz in jeder Beziehung im Sinne des Dharma, aber äußerst erfreulich. Ich weiß auch nicht, wer Masha Kaleko ist. Ich habe das gekriegt von Daniel. Das Gedicht heißt sozusagen grundlos vergnügt. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen, dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen. Das Amseln flöten und das Immen summen, das Mücken stechen und das Brummer brummen, das rote Luftballons ins Blaue steigen, das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Das Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter, gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter, die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt, an solchen Tagen erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selbst liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu, ich freue mich, dass ich mich freue.